Hallo meine Lieben, schönen guten Tag. In dieser Sparte unserer Plattform geht es mir nicht um die deutsche Sprache. Überhaupt nicht. Es geht mir hauptsächlich darum, euch Tipps, vielleicht auch Tricks zu geben, wie man am besten eine Sprache lernt jenseits der Sprache. Du lernst ja eine Sprache, sie lernen eine Sprache mit dem Gehirn. Dieses Gehirn muss leistungsfähig sein. Und es gibt gewisse Sachen, die man nicht machen sollte, beziehungsweise die man machen sollte. Der wichtigste Aspekt, wenn man eine Sprache lernt, wenn man alles lernt, egal was man lernt, das Gehirn muss in Bewegung sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Körperliche Bewegung ist sehr wichtig. Das heißt nicht umsonst ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Das bedeutet, gerade wenn ihr abends nach der Arbeit oder morgens nach dem Aufstehen anfangt, 15 Minuten Deutsch zu machen, zum Beispiel hier mit uns auf unserer Plattform, geht davor joggen oder spazieren, eine Stunde spazieren gehen, 15, 20 Minuten joggen gehen, ein bisschen Stretching machen, sowas in der Richtung. Ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich gehe jeden Morgen 8 bis 10 Kilometer joggen. Jeden Morgen. Diese Aufzeichnungen hier tätige ich zurzeit Ende November. Und wir haben hier auf 700 Höhenmetern, wo ich wohne. Ich werde euch mit der Zeit auch Bilder zeigen von der Gegend, in der ich wohne. Minus 3, minus 4 Grad in der Früh. Das spielt keine Rolle. Du gehst da raus und du läufst. Und mit der Zeit gewöhnt sich der Körper dran, Sauerstoff kommt in das Gehirn und es ist sehr, sehr viel einfacher, sich dann um zum Beispiel den Erlernen einer Fremdsprache zu kümmern. Bewegung. Nummer 2. Gute Ernährung. Es ist wichtig, bevor ihr anfangt, irgendwas zu lernen, nicht 3 Schnitzel mit Kartoffelsalat und sonstigen fettigen Produkten zu essen und dann 10 Minuten später anzufangen, die deutsche Sprache zu erlernen. Du würdest sehr müde sein, das Gehirn wäre sehr träge. Ich empfehle entweder nichts zu essen, ich frühstücke zum Beispiel nicht. Ich esse erst in den Nachmittagsstunden meine erste Mahlzeit, so gegen 3, 4 und abends um 8 oder 9 esse ich dann zu Abend. Also heute nennt man das intermittierendes Fasten. Nennt es, wie ihr es wollt. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, weil das Gehirn frei ist. Du kannst dich gut bewegen und du hast vor allem keine Müdigkeit. Es ist nämlich so, wenn dein Magen voll ist, dann ist eben zu wenig Blut in deinem Gehirn. Also Nummer 2 ist die gute Ernährung. Nummer 3 ist wahrscheinlich der wichtigste Aspekt. Und das sind klare, saubere, gesunde, schöne Gedanken zu haben. Es ist sehr, sehr schwer, eine Sprache zu erlernen, wenn ihr Sorgen habt. Wenn ihr hier auf diesem Kanal Deutsch macht, mit mir, mit meinem Kollegen, mit wem auch immer, dann gibt es für euch keine Sorgen mehr. Das ist einer der Gründe, warum ich hier diesen schwarzen Hintergrund habe, warum ich selber meistens dunkel gekleidet bin. Ich möchte hier nichts hineininterpretieren und ihr auch nicht. Alles soll schön, sauber, ordentlich geregelt sein. Aber macht euch keine Sorgen. Das ist sehr, sehr wichtig. Viele von euch haben wahrscheinlich Familie. Viele von euch haben die ganz normalen Probleme, die wir im Leben nun einmal haben. Nicht hier, nicht mit mir. Das ist eine relativ einfache Sache, aber sie ist sehr, sehr wichtig. Freude am Leben zu haben, Möglichkeiten zu finden, abzuschalten. Wenn ihr in eurem Gehirn sagt, jetzt lerne ich für eine Stunde Deutsch, dann gibt es für euch nur noch Deutsch. Da sind die Kinder 500 Kilometer weit weg. Oder 30 Meter, aber Hauptsache, sie sind nicht da und springen euch auf den Kopf. Ihr werdet euch nicht konzentrieren können. Die Probleme von der Arbeit gibt es auch nicht. Nur Deutsch und nur
euer Lieblingsdeutschlehrer. Na, hoffentlich. Nun gut, meine Lieben. Ausreichend Bewegung, gut und gesund essen. Und das bedeutet wenig und das Richtige. Gut essen heißt wenig essen. Gerade wenn es um Intellektualität und kognitive Leistungsfähigkeit geht. Und das Dritte, eine saubere Gedankenhygiene. Die Gedanken müssen frei sein. Es gibt auch ein schönes deutsches Gedicht diesbezüglich. Werde ich euch auch einmal zeigen. Wenn ihr diese drei Sachen einhaltet, habt ihr schon, wie wir im Deutschen sagen, die halbe Miete. Nun gut, ich wünsche euch Gesundheit, viel Bewegung an der frischen Luft, Sauerstoff im Gehirn und schöne Gedanken. Ich grüße euch ganz herzlich und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssle, euer Alexander.